Hallo Leute, Cindy hier und willkommen zurück zu Egg Colony. Wir haben jetzt eine neue Kolonie angefangen gehabt und haben schon in der ersten Folge hier mal so ein Karree bauen können, Lagerraum und sagen wir mal Schlafplatz. Jetzt geht es ein bisschen darum, das Ganze hier weiter voranzutreiben. Wir haben hier eigene Zimmer und achso, weißt du was? Warte mal, wir können ja mal vielleicht was anderes bauen. Wir haben noch hier so schräge Dachteile. Wieso sind denn die rot? Ach guck mal, ich könnte sogar schon auf Stein wechseln. Wieso geht denn das nicht? Ich habe mir das so vorgestellt, ich hau das jetzt einfach mal hier dran und kann hier unten drunter ja irgendwie einen Tisch hinstellen oder so. Ha. Boah, ja, vielleicht doch nicht. Pass auf, wir machen mal hier nochmal so eine Außendingens. So. Wie so ein Weg quasi. So, genau, baut das Ganze mal zu Ende. Wir brauchen eh noch viel mehr Holz, oder? Ah, hier wird jetzt überall Holz verteilt. Genau, machen wir einen Fußboden, weil dann können wir nämlich schon mal so ein paar Sachen aufstellen, wie zum Beispiel den Forschungstisch. Dann kommt er nach draußen. Sorry. Versetzen kann ich den nämlich immer noch. Ja, genau. Baut mal schön zu Ende. Okay, das ist doch gut. Der Flur ist fertig. Das ist das fertig. Guck mal, dann bauen wir irgendwie mal einen Forschungstisch. So. Und mittlerweile sehe ich ja nichts mehr, ne? Guck mal, das kann doch jetzt dann weg hier. Ja, Fällen kommt immer vor Bauen, ne? Okay, jetzt kann ich ein bisschen wieder was sehen. Wo ist der Flynn? Ach, da unten. So, dann können wir auch durchaus ja schon mal langsam uns um die Forschung kümmern. Genau, dann gehen wir weiter bauen. Das ist gut, weil wir haben jetzt wieder ein bisschen Holz. Ah, perfekt. Sehr schön, sehr schön. Hat nicht geklappt mit dem Bauen. Naja, Holz haben wir ja Gott sei Dank noch genug. Das ist der Vorteil, wenn man im Wald baut, hat man genug Holz. So, jetzt noch Dach anfangen. Gott sei Dank nehmen die das mit der Statik nicht ganz so genau, ne? Hier eine komplette Wand lang gezogen aus Holz und hier einen so ein Pfeiler. Ha. Oh, Flynn ist drin, das ist gut. Gut, er geht auch von alleine raus. Die Katzenklappe funktioniert, auch wenn wir sie nicht eingebaut haben. Naja, immerhin. So, warum mache ich das hier noch mit dem Flachdach, ne? Weil vielleicht machen wir nochmal eine Etage oben drauf. Würde ja sogar gehen, ne? Warte mal, die Tür ist ja hier. Dann passt doch hier sogar noch eine Treppe hin, oder nicht? Warte mal, warte mal. Na, wird eng. Oh, hier, die ersten Leute kommen. Wanderer. So. Ach, hier wird geschlafen jetzt. Naja. Okay, Forschung. Genau, wir können den Tisch ja dann verschieben. Wir machen mal Tierhaltung, weil wir bräuchten mal einen Tierfutterspender. Wobei, wir haben da noch ein bisschen was. Wir müssen mal langsam auch was kochen. Die einfachen Möbel sind, glaube ich, sonst erstmal gar nicht verkehrt, ne, für ein Bett und so. Ach, guck mal, der Flint schläft hier mit. Ah, das ist ja niedlich. Wir brauchen noch so ein Katzenbett oder so, ne? Vielleicht, ich bin ja echt gespannt. Vielleicht gibt es ja auch Kratzbäume und sowas alles, ne? Das hätte schon was auf jeden Fall. So, und die ganzen Sachen verderben ja nicht. Das ist perfekt, weil wir haben jetzt einen schönen großen Lagerraum erstmal. Ideal. So, und wir müssen doch eigentlich genug Holz haben, um das Dach zu Ende zu kriegen. Und wir können ja mal gucken, ist jemand gut in Forschung? Oh, hier sind Sterne, das machen wir mal höher, weil
Sterne werden ja gut gelernt. Ja. Mehr haben wir jetzt erstmal nicht. Aber wir werden mal sehen, was wir alles noch kriegen in Zukunft. An Qualitäten unserer Koloniemitbewohner. So, genau. Ja, es ist schon ganz schön viel Holz. Aber es hat jetzt gut und schnell funktioniert tatsächlich. Gut jetzt, ne? Das ist halt der Vorteil, wenn man einigermaßen weiß, wie es geht und wie man das so bauen kann und will. Und worauf man zukünftig zu achten hat, ne? Wie zum Beispiel Zahl der Fenster oder so. Und dann könnte man das ja eigentlich schon fast direkt als Doppelzimmer konzipieren, oder? Das lasse ich mir mal, das überlege ich mal. Naja, so viel Holz ist jetzt gar nicht mehr übrig geblieben, hä? Oh, hier wird das schon weggestapelt. So, hör mal, wir nehmen auch mal den da, weil der sollte nicht stören, wenn wir den wegnehmen. So wie den da oben. Sofern da einer drankommt. So, die Steine hier. Die kriegen wir doch hier auch noch locker weg. Oh, what? So, dann kannst du doch direkt mal mit Chelsea reden. Oder auch nicht, weil Chelsea weggegangen ist. Kein Weg. Aha. Rede mit Chelsea. So. Kurz anhalten. Was haben wir denn hier? Tauschhandel. Ja, gut. Stahl für Holz und bla und haben wir nicht. Haben wir auch nicht. Geht alles nicht. Ne? Also Tauschhändler geht nicht. Ja, so viel dazu. Dach ist fertig. Okay. Forschung hat anscheinend eine niedrigere Priorität als alles andere. Oh, was ist denn das hier? Ein Fasan. Oh, cool. Die haben auch so einen bösen Blick hier. Ja. Die kann man doch bestimmt fangen und na, mindestens essen und so weiter, hä? Ach ja, wir brauchen übrigens Landwirtschaft, hä? Pass mal auf, weil das so ist. Das machen wir mal weg. Ja, wir machen jetzt hier Feldwirtschaft. Da kann der ganze Krams mal weg. Genauso wie auch die Steine. Die wollen wir nicht auf Acker haben. So, und wenn wir das weg haben, dann werden wir zwar Felder anlegen. Wie machen wir denn das? Vielleicht mal so ein Abstand hier und ein 10x10 Feld? Das ist ein bisschen viel, oder? Wir können ja mal mit einem 5x5 anfangen. Machen wir dann, wenn das hier weg ist. Genau, machen wir den ganzen Krams weg. Und dann machen wir erstmal wieder ein paar 5x5 Felder, würde ich sagen. So, 1, 2, machen wir als Weg. Genauso wie hier auch. So, dann machen wir hier ein Feld. Und da muss noch das Pflänzchen weg. Und jetzt wird es schon wieder, ja, ist schon wieder dunkel. Ja, komm, das schaffst du noch. Perfekt. Nee, hat er nicht geschafft. Egal. Wir machen Kartoffelpflanze, ne? Und wir können ja auf der anderen Seite wieder. Aber wir machen hier mal Dreier zwischen, so. Dann machen wir hier Karotten. Unten machen wir Hanf für Stoff. Oder? Aber eigentlich neuen Stoff. Was brauchen wir denn für die Betten? Wissen wir das schon? Warte mal. Nee, wissen wir noch nicht. Ja, wir brauchen noch mal ein Stofffeld. Ach, guck mal, das können wir eigentlich auch hier machen, hä? So. Stoff. Ja, wenn ich das jetzt hier einen rangeschoben hätte, auf einen Zweierweg, hätte ich das sogar bündig hier, ne? Das kann ich doch bestimmt noch machen.
So, und wie kriege ich denn den hier weg? Nee. Nee. Ja, jetzt habe ich hier pausiert. Achso, warte mal. X gedrückt halten. Zack. Ja, okay, das gefällt mir, glaube ich, ganz gut so. So, Feldarbeit. Achso, levelt jemand bei Feldarbeit? Was ist denn hier Feldarbeit? Transportierer. Aha. Das hier, ne? Ja, stimmt. Irgendjemand lernt hier schneller. Dann machen wir mal da einen Tacken hoch. Genauso wie wir hier einen Tacken hoch machen. Und das da, ne? Ach, hier ist bei Dingens. Ja, 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 ein bisschen priorisieren. Vielleicht fahren wir ja damit ein bisschen besser. Ja, wir haben jetzt nur keinen, der forscht, ne? Müssen wir dann gleich mal irgendwie machen. Beziehungsweise es wird automatisch gemacht, wenn der Rest fertig ist, ne? Das heißt, jetzt mal nämlich gar nicht so viele Aufgaben irgendwie zusätzlich machen. Guck mal, das da muss auch mal weg. Pass mal auf, das holst du einfach mal sofort. Habe ich dich jetzt vom Essen abgehalten? Oh. Hm. Ach so, warte mal, das heißt, ich kann hier das Transportieren auch hoch machen. So. Ja, da fängt einer an zu räumen. Das ist auch gut. Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Dann wird das hier nächstes alles mal weggeräumt. Könnte vielleicht noch ein bisschen mehr stacken unterwegs, ne? Dass er nicht so oft laufen muss. Aber gut. Ja, so wird natürlich hier Feldarbeit geskillt, ne? So, genau, dann bringt das mal weg. Das heißt, das Wegbringen ist sowieso schon relativ hoch. Ich überlege, wegen der Forschung. Genau, jetzt fängt jemand an zu forschen, das ist gut. Und Alice langweilt sich. So, ich würde sagen, einer forscht, einer haut. Ja, genau. Perfekt. Dann kriegen wir hier nämlich doch mal ein Feld dran. Weil jetzt so ein bisschen die Frage ist, was sollen wir denn da reinhauen? Medizin, oder? Ja, Medizin ist gut. So. Forschung ist fast zu Ende, das ist gut. Das heißt nämlich, dass ich dann gleich mal so ein paar vernünftige Zimmerausrüstung habe. Das werden wir dann mal machen. Oh, können wir mal kurz überlegen. Das sind ja so Schlauchzimmer. Eigentlich ist das ganz cool. Wir kriegen eine Menge unter. Ich würde das Bett hier tatsächlich an die Fenster mit ranstellen. Oder? Nee, ach. Ah, kriegen wir schön hin. So, Flynn schläft auch drin. Da ist er sicher. Das ist schön. So, das sieht doch jetzt nach ganz kurzer Zeit schon deutlich besser aus als die letzten Male, oder? Ich frag mich, die Tür könnte ich sogar noch hier mit dran setzen, oder? Jeweils. Pass mal auf. Die Türen machen wir weg. Dann schaffen wir uns noch mehr Platz und ich kriege hier die Treppe noch hin. So. Zeit läuft. Es wird hell. So, theoretisch müssten die jetzt anfangen mit Bauen, ne? Oder mit Essen oder so. Naja. So.
So. Okay, perfekt. Was ist los? Nichts mehr zu tun? Gleich gibt's was zu bauen. So, Forschung. Einmal anhalten. Einfache Unterhaltung. Gemeinschaftsraum. Ich erinnere mich. Geringfügig. Machen wir aber noch nicht. Das vielleicht auch noch nicht. Ah, wir machen mal Tierhaltung. Weil wir haben ein Tier, das ist auch auf Essen angewiesen. Achso, wir brauchen übrigens auch was zum Kochen, ne? Und Schlachten und so. Wir können ja den mal wieder dahin stellen und... da unter. Machen wir das mal so. Ja, komm. Und weil wir nicht so sind, gehen wir jetzt hier auch einen Fußboden. So. Hinzufügen, zerlegen, Tiere. Fuchs, Hund, nein. Natürlich nicht Hund. Fasan, ja, na klar. Insekten, Holzbiene, Tausendfüßler, Aasschnecke. Ja, keine Ahnung, ob das schmeckt, aber wir machen das mal. So, was haben wir hier? Als wolle er... Genau, das ist gut. Beitreten ist gut. Wobei, wir haben erst zwei Zimmer. Naja. Wo kommt der denn? So, Alice hat nichts zu tun. Alice wird dann mal mit ihm reden. So, was haben wir hier? Lass uns reden. Bringt das irgendwas? Was sind deine Fertigkeiten? Genau, Charisma ist gut. Feldarbeit, sehr schön. Herstellung auch perfekt. Vegetarier, liebenswert. Architekt, perfekt. Und ja, super, geil. Also auf jeden Fall nehmen wir. Alles klar. Beende. Warte mal. Peter, Vegetarier, liebenswert, Architekt, genau, da steht's ja auch. Kann drei Böden oder Dächer zur selben Zeit bauen. Das ist doch auch neu, oder? Will von Anfang an ein besseres Zimmer, ja. Kann er ja. Kriegen wir schon hin. Gut, also, beitreten. Tada! So, was haben die jetzt hier für ein Icon? Was ist hier jetzt los? Das sieht gut aus. Kein Esszimmer, ja. Teile mit anderen Kolonisten, ja. Medizinische Vorräte, ja. Nicht die richtige Zimmereinrichtung, ja. Ja. Kolonie, neues Mitglied, plus 5, okay. So, wir brauchen ein Gemeinschaftszimmer, durchaus auch mit Esszimmer. Ich könnte es nach oben bauen. Dann hätten wir schon ein großes Zimmer. Ich frage mich gerade, geht das auch andersrum nach unten? Ich meine, wir haben jetzt einen Architekten. Den können wir mal richtig einstellen. Da hoch, das hoch. Kochen auch hoch. Und vor allem bauen ganz nach oben. Okay, nee, das war jetzt die falsche Taste, die da. Ich würde sagen, dann fangen wir doch damit direkt an, oder was? So, das geht jetzt mit der Treppe so nicht, ne, weil hier das Dach im Weg ist wahrscheinlich, ne? So. Dann muss das mal einer abbauen.
Ja. Hopp mal raus da, bitte. Okay, perfekt. Beziehungsweise, guck mal, das kann weg. So. Jetzt haben wir das hier oben und hier brauchen wir jetzt Gemeinschaftsraum. Das heißt aber, wir brauchen erstmal hier das Zeug und eigentlich jede Menge Fenster. So. So. Tada. Ach so, und wir brauchen hier noch eine Tür, ne? Warte mal. Gut, das ist ja hier durch den Flur abgeschirmt. Ne, das die Tür brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das passt so. Wir brauchen aber hier eine Säule, ne? In der Mitte. Ne, einer muss reichen. So. Wir haben kein Holz mehr, richtig? Wir nehmen das da. Und das ist jetzt die dritte Etage. Will ich es noch höher bauen? Was ist da los? Hat kein Fleisch, hä? Ah. Das muss man ja auch machen. Stimmt. Kochen. Kochen. Obwohl hier Dach drüber ist. Naja, ist egal. Wir werden das doch mal... Wir kriegen das schon hin. Ach genau, der hat noch kein Schlafdingens, ne? Das Zimmer hat da noch keinen Schlafplatz. Ja. Kommt alles. So, warte ab. Dach. Ne, wir machen mal trotzdem hier einfach so. Okay. Nur, falls wir es doch mal erweitern wollen. Achso, wir brauchen natürlich auch jede Menge Fenster wieder. So, dann haben wir nämlich jetzt von Anfang an unseren Gemeinschaftsraum. Dann passiert nicht mehr sowas wie am Anfang oder in der letzten, im letzten Durchgang, ne? So, Zimmer einrichten. Peter will ein größeres Zimmer haben, richtig? Stand das irgendwo? Eigenes Zimmer, ist klar. Schreibtisch. Ja gut, das ist kein Problem. Also, die erste Einrichtung. Oh, da fehlt uns ein Fenster. So. Okay, aber ich sehe gerade, dass schon wieder ziemlich viel Zeit rum ist. Und deswegen würde ich sagen, wir machen hier an der Stelle einen Cut. Und wenn ihr wollt, schaltet gerne wieder ein. Bis dahin würde ich sagen, lasst euch gut gehen, haltet die Ohren steif. Tschüss.